Kommen wir nicht weg. Nuke irgendwas, was du nuken kannst, Gibi. Na jo. Oh nein. Wieder Trinket benutzt. Ich muss mal bubbeln. Oh, vollen Damage. Stunt. Wir haben die Silence. Oh, der Lock ist fast out of mana. Ja. Der kann aber Live-Tap benutzen. Vanessa, nuke du mal den Lock. Muss er jetzt beginnen? Nur wir, wie lange hält er noch? 3, 2, 1, ich bin raus. So, ich stun mal den. 6, 4, 3, 2, 1. Wie ist dann? Silence. Okay, Damage auf den Druiden. Oh. Oder ich weiß nicht, wo die Bunker jetzt sind. Auf den Druiden, ne? Doch, jetzt. Dann, Vanessa. Warlock. Bleib ruhig auf dem Warlock, Vanessa. Alter, ich bin ziemlich weit weg. Och, ich hab's auch ein bisschen verpackt. Das war aber auch, wow. Das ist eine scheiß Kombi. Okay, was. So müssen wir erstmal einen guten Plan haben, was wir überhaupt machen. Was meinst du? Ich weiß nicht, man kann irgendwie keinen so richten jucken, ne? Ich glaube, langfristig sollte man doch den Lock jucken. Ich glaube auch, weil er hat irgendwann keinen Mana mehr. Und dann ist das 4 kein Problem. Ja. Oh mein Gott. Wie es gegangen wäre. Okay, das war blöd, ne? Ging das an dem Block dran zu bleiben? Ständig geviert, ne? Aber. Ja, am Anfang bin ich halt nicht mehr so ein bisschen reingekommen. So, ja, ich bin auf dem Ruin, weil ich immer drüben war. Warum bist du nicht reingekommen? Weil zu langsam läuft? Weil zu langsam weil ist. Sowohl der Druide als auch der Rock am Anfang auf mich waren. Ich war gesappt und festgewurzelt die ganze Zeit. Ja, das ist ja nicht so tragisch. Also das Festwurzeln, das mache ich weg durch Hand der Freiheit. Boah, wie viel Damage du machst. Mehr als ein Affliction. Ziemlich unmöglich. Du Hexe. Wir haben sie fast gehabt, weißt du? Ja. Ein schöner 6 Sekunden dann, das wäre gegessen. Weil der Trick ist beim Block. Der geht schnell auf Mana, ja? Aber der Live-Tap, um Mana zu kriegen. Ja. Wenn wir ihn juken, kann er das nicht benutzen. Und wenn doch, tschüss. Man muss den Gegner immer dazu animieren, Fehler zu machen. Und so haben wir halt weniger Damage, ne?
Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so lange gegen die aushalten. Ja, da sieht man, wie was für eine Survivability haben, ja. Extrem. Ja. Und das ist motivierend, weil wenn wir dann den Plan haben, was wir machen, gegen welche Kombo, kein Problem. Dann können wir mich das Sheep auf den Druiden und auf den Rogue abwechseln. Und auf den Rogue. Gegen Return, ja. Fast das Nuke noch besser, ne? Das Gute ist am Warlock, der muss casten. Mhm. Ja. Der muss ab und zu stehen bleiben. Und dann hast du ihn im Sack. Mhm. Kennst du Vizianische Eröffnung? Mhm. Solltest du spielen. Wir schicken dir noch ein Video. Das ist von Meet. Ich weiß nicht, wie er heißt. Oder war doch in einem seiner Videos drin. Abgaggling. Abgaggling. Oh. Ach, scheiße. Nicht vom Lich King. Jetzt hab ich dich im Sack. Sie sagt auf Deutsch. Cool, das eigentlich. Hätte ich ja meine Shieldbar irgendwie weggeknallt auf dem zweiten Monitor. Holy shit. Also das machen wir noch. Hier geht man, weiß ich nicht, auf dem Pre? Ne. Doch, auf dem Lock muss man mal. Ne, du gehst auf dem Lock, ich gehe auf dem Mage. Nein. Nice. Ich bin natürlich gespannt. Das Spektakel. Okay. Ich müsste den Mage leider ein bisschen controllen. Oh. Oh. Antimagische Hülle, falls noch nicht. Mage mag es dann. Boah, wie. Dann mal den Priest, 6 Sekunden, 3 Sekunden und ist raus. Ich mach mal auch Damage auf den Priest. Ja, ist gut, nimm du mal den Priest, würde ich sagen. Aber schieb den Mage. Oh nein. Mage Silence. Oh nein, noch was? Impossible. Oh, bin ich hier nein. Die haben die perfekte Chain gemacht. Aber wenn jetzt halt einfach nein gesagt. 6 Sekunden gestunt, der Priest. Silenced. Dann ist raus. Ich bin gefreezed. Und silenced. Feared. Mhm. Nice. Priest wieder gesilenced. Ich habe 5 Sekunden 4 abgekriegt. Fuck. Ja, das war wohl nicht korrekt, auf Mage zu gehen. Ja, ich hätte sofort auf den Priest gehen sollen. Weil da... Da wird der Damage zu holen. Ja, für den Priest da ging doch der Kampf langsam in unsere Richtung. Zu leicht, zwei Ziele zu hier. Seid ihr ja selbst stark. Ja. Oh, das war eine Kontur, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Schaman und Warlock und Priest so krass down. Wir hätten es fast noch geschafft. Wie du dann wieder so knapp, ja? Und dann war es wieder voll. Das muss so erneuern. Und, oh, was für eine Kontur, O'Shane. Das war ein komplette Chain Sheep, komplette Chain 4. Und irgendwas noch. Es war einfach, ich dachte, wir werden nicht mehr. Shit. Krass. Einfach krass. Aber allein, dass wir so lange wieder durchgehalten haben, zeigt mir, dass wir was superior sind. Ob man vielleicht also von der Comp. Beide vielleicht auf den Block gehen sollten. Mhm. Weil wir haben, es bringt uns ja im Prinzip nichts, dass Scooby auf den Block geht. Es ist immer schwieriger, ein Ziel stark zu healen, als zwei Ziele ein bisschen. Weil du meinst, es bringt nichts, wenn ihr auf den Priest geht? Genau. Weil du hast keinen Vorteil dran zu sein. Ein Retri, der kann dann unterbrechen und so. Du kannst auch auf Range silencen. Ja. Und du kannst ihn schieben. Und den Mage immer abwechseln. Je nach Chain. Was meinst du dazu? Wir können das mal ruhig probieren. Wenn Vanessa auf dem Lock ist, jetzt vielleicht auch einfacher für Scooby. Wenn du zum Beispiel Eisketten und so. Das Target zu erwischen. Und weil der dann mal gefreezed ist durch Scooby, ist das für dich Double Damage. Exist. Okay. Boah, Vanessa, danke fürs ganze Zeug. Holy shit. Also Hole bin ja wohl immer noch ich. Das rauche ich. Nein. Und der so geskillt was. Oh. Oh, der Feuerteufel. Wie war eigentlich dein Mana in dem Kampf, Kuro? Im Prinzip ganz stabil. Okay. Ich vergesse jetzt immer noch, ab und zu meinen Richterteil einzusetzen, weil die ganzen Kämpfe vor waren immer schon vorbei. Ich bin nie out of Mana gegangen. Entweder haben wir gewonnen oder die. Aber jetzt ist es viel ausdauernder. Und das ist gut, dass ich Paladiner bin. Ja. Ja, screw you, Schaman. Wenn die Leute auf Turnier so crashen wie ihre scheiß Noob-Comps. Ja. Also wir spielen dann nur gegen die eine Comp. Ja, und dann haben wir übelst einen Plan von der Comp. Und die haben wir nur gegen sich selbst mehr mit versucht. Ja, und dann kommen wir. Tja, you guys, so sieht's aus. Like that. Kriegen's im Dreck. Iceland's in your face, my friend. Okay, ist ein Rogue. Wie war das hier? Gute Frage. Ups, ich bin mir sicher, warum wir nicht sagen. Soll der eine von uns nicht auf den Priest gehen, der andere auf den Mage oder so? Ich glaube nicht. Oh, der Rogue ist an mir dran. Ja. Ich versuche da ein bisschen mich hier vom Rogue zu lösen. Geschiebt, verdammt. Pass auf, Eisblock. Hey, ey. Mach mal geschiebt. Oh, wurde dispelled. Ich bin gesilenced. Gott, Gewisse. Ich bin auf dem Feld. Warum konnte ich nicht? Irgendwas war da mit mir. Muss mal überlegen, bei der Combo, was man am besten macht. Wir hatten die ja eben schon mal. Ja. Da waren so die Idee, glaube ich, dass Vanessa den Rogue nimmt, du den May, war das so? Nee? Wie war das? Da haben wir gesagt, einer geht auf den Priest. Du wolltest, weiß ich nicht mehr. Und da waren wir uns nicht sicher, was du warst.
Aber kommst du denn an den Priest dran? Ich war die ganze Zeit am Priest. Ich meine, wir haben gesagt, du gehst auf den Rogue und wenn der Rogue dann auf Scooby geht, dann ziehst du einen ran an dich und du erinnerst dich. Ja. Das ist kein Problem. Das ist ja hier alles nur Braincasting. Wann sind die Rogues kacke gegen mich? Was meinst du, Scooby? Wie gesagt, das Problem ist dann, ich komme zum Beispiel nicht dazu, dann in dem Plan den Priest zu schicken. Vielleicht einmal, aber keine Chain. Und warum? Weil Vanessa kann ihn zwar ranziehen und so Stuff, aber er hat ja Schattenschritt. Das heißt, er ist danach wieder an mir dran. The Rogue? Ja, ja. Und wenn Rogue an mir dran ist, kann ich nicht casten. Aber in welcher Konstellation kannst du denn sonst casten? Wenn kein Rogue dabei ist. Ja, das können wir ja nicht ändern. Hier wollte ich eine ehrliche Antwort haben. Ich kann natürlich außer Range von Schattenschritt laufen. Kommt dann halt drauf an, wo der Rest in Positioning steht. Warte mal. Auf jeden Fall muss irgendwas mit dem Rogue gemacht werden. Wahrscheinlich kann ich auch gegen den Rogue überleben, aber nicht, wenn Mage und Rogue auf mich gehen. Wir können ja jetzt nicht bestimmen, auf was die gehen. Auf was gehen wir? Aber man muss sich halt immer die Option offen halten, wie man reagiert, wenn es ein reaktiver Kampf ist, wie ich es gerne nenne. Klar. Und eine Eröffnung... Also ich weiß nicht, was man besser machen kann, um den Rogue zu kontrollen, als dass Vanessa hin drauf geht. Wir können da nichts machen im Moment. Mehr geht. Ich hätte früher unsichtbar gehen können, ruhig, dass der Rogue nicht auf mich eröffnen kann. Ah, dann wartet er einfach und bis wir raus und dann macht das. Trotzdem gewinne ich dadurch ein bisschen Zeit. Ja, was nützt dir denn die Zeit? Erster Schieb vielleicht. Du siehst ja die Leute nicht. Siehst du die Leute? Ich weiß ja, wo Vanessa ist. Und die ist am Anfang immer im Nahkampf. Mehr muss ich nicht wissen. Also meine Idee ist eigentlich... Vanessa ist auf dem Rogue. Wenn der seine Defense-Dinger weg hat, also, dann macht sie auch einen halben Damage. Ja. Und das ist schon mal Druck. Sie muss nicht unbedingt hinterherlaufen. Wenn er wegläuft, weniger Damage, den wir hier müssen. Das geht. Ich gebe ihr Hand der Freiheit und so, dann kommt sie auch an den Rogue. Mhm. Das hilft dir ein bisschen. Mehr, ne? Mehr haben wir nicht drin. Aber es ist schon mal das Maximum. Nee, das ist mir klar. Ich verlange ja auch nicht mehr. Mehr kann ich machen. Oh. Und ich gehe zusammen mit dir auf den Mage. Das können wir machen. Dann fokussiere ich den Healer für Silence im richtigen Moment. Mhm. Versuch das unbedingt im Cast zu erwischen. Weil wir dürfen das nicht verschwenden, diese 4 Sekunden zusätzlich. Naja, das ist mir klar, aber... Und dann gucken wir mal, wie die Dynamik ist. Wie war das? Ich gehe auf Neuro. Ja. Zumindest so kontrollen wie ihr im Google. Mhm. Eisketten und so. Und BAM in your face und so. Ah, Marco. Manchmal
als Wald auf dem Zettel. Mal sehen, wie lange es da dauert. Das ist wie mit auf Toilette gehen. Ja, wir treffen hier schon auf ganz schöne neuen Kombos. Hat der Vogel in deiner Kiste mit? Ja. Na, dafür sind wir selbst auch ganz schön annoying. Das glaube ich. Das glaube ich. Na. Okay, was war der Plan bei der auf nächsten Mal? Also? Yep. Nimmst du mal im Fokus den Priest? Den okay, wenn er sie hat. Gut, ich bin geschickt. Ja, Mage auch. Silence. Das ist dieses Portal. Da kann er immer wieder sich hinporten. Ich sehe gerade 30 Sekunden. Priest ist gestunt. Oh, und 4 kommt jetzt. Ja. Das meiste ist mal gesilenced. Aber auch in jeden 4 rein. Und wieder geschiebt. Zu viel Kontrolle auf mich. Der ging ja mal gar nicht da, ne? Nee, nicht eine kritische Frage. Aber wir hatten noch nicht eine so richtige Nuke-Dings. Kann ich das blöde Kopf nehmen? Das kann silenzen. Nicht viel. Glaube ich. Weil das kommt hier gerade ja nicht. Der Fellhand. Nee, nicht. Kann ich das hier gewonnen? Das ist ja ein Thema, ne? Ja. Wir haben übelst Connection-Probleme, glaube ich.